Nach über 30 Jahren Abwesenheit hat die Universitäts- und Hansestadt Greifswald endlich wieder ein eigenes Bier. Die beiden Köpfe dahinter sind Jan Stehr und Anton Fischer. Ja, ich bin Jan. Ich bin Anton. Genau, und wir hatten die Idee gehabt, das Greifswalder Bier wieder ein wenig wiederzubeleben, nach 30 Jahren. Ja. Die geborenen Greifswalder starteten ihr Vorhaben vor knapp 2 Jahren, als Jan Stehr zum ersten Mal die neue Website aufsetzte. Das war kurz nachdem die Rechte der Greifswalder Brauerei frei wurden. Ein Jahr später kam dann Anton Fischer hinzu. Die beiden verstanden sich auf Anhieb. Doch bevor das Brauhandwerk richtig losgehen konnte, gab es noch einige Herausforderungen. Und dann waren die ersten Wochen, Monate eigentlich, dass man so grundlegend überlegt, was ist denn möglich. Und dann haben wir überlegt, kann man hier vor Ort brauen? Ist das möglich? Und haben dann festgestellt, es ist schwierig, weil es gibt eigentlich nichts mehr, keine Produktionsstätte und des Weiteren. Und dann sind wir relativ schnell auf die Idee gekommen, dass wir das über eine andere Brauerei machen. Das sogenannte Lohnbrauen ist auch ein klassischer Prozess für Leute, die halt quasi starten. Noch wird das Greifswalder Pilz nicht in der Universitäts- und Hansestadt hergestellt. Die aktuelle Brauerei befindet sich im Münsterland. Genauer gesagt in Oelde. Hier oben fehlt einfach die Infrastruktur. Denn wo früher einmal das Braugebäude stand, werden nun Wohnungen errichtet. Das nächste Ziel der Verantwortlichen ist es, eine passende regionale Brauerei zu finden. Den ersten Ausblick auf das, was kommt, wollten sie sich jedoch nicht nehmen lassen. Wir starten klein, mit einer, sag mal, kleinen ersten Charge, gucken, ob das funktioniert und würden das dann Stück für Stück weiter halt ausbauen wollen. Perfekt zum Start der Fête de la Musique konnte die erste Lieferung frisch abgefülltes Greifswalder Pilz in die ersten Läden gebracht werden. Ein großer Schritt, wenn man bedenkt, was die beiden Geschäftsführer für ein Risiko eingehen. Ganz klar, wir müssen alles vorfinanzieren. Das heißt, es beginnt zum Beispiel bei der aktuellen Charge, die jetzt quasi gerade erhältlich ist. Das heißt, das Bier, was man kaufen muss. Das heißt, es muss in Vorleistung gehen. In Vorleistung für die Brauerei, in Vorleistung für die Spedition, in Vorleistung für Etiketten, in Vorleistung für Merchandising. Also für alles muss man halt in Vorleistung gehen. Wir müssen das machen. Das ist ein finanzielles Risiko. Das tragen wir beide. Und insofern haben wir auch bewusst gesagt gehabt, dass es keine ökonomische Harakiri-Aktion wird. Doch es sieht ganz gut aus. Das Greifswalder Pilz hat sich bereits in der Stadt herumgesprochen und wird heiß oder wohl eher kalt erwartet. Also wir haben ja gestern die Kästen ausgefahren und wir mussten heute schon nachliefern. Ja. Ich glaube, also wir sind selbst überrascht davon, wie gut es ankommt. Ist natürlich auch so die Frage, alle probieren das erstmal und dann hast du erstmal einen Peak und das wird sich dann irgendwo einpendeln. Aber wir sind total gespannt und überrascht, wie es schon anfängt. Und dieses Feedback ist sehr positiv. Freuen uns auch einfach, dass die Leute sich darüber freuen und gucken uns aber, wie es weitergeht. Das Bier erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit. Die Nachfrage ist riesig und immer wieder strömen Interessierte in die Läden wie Herr Anton oder zum Jumbo Express am Greifswalder Museumshafen, um nach über 30 Jahren endlich wieder einen Greifswalder Pilz zu testen.